Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei Need for Speed. Und wir haben da wieder unsere kleine Rennsemmel am Start, den Honda Civic. Jawohl, und jetzt gehen wir gleich wieder auf die Strecke. Wir haben uns schon was markiert für ein weiteres Rennen, denn wir wollen ja in der Rangliste hoch, also nach oben, ne? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, haben uns da jetzt, glaube ich, ein Sprintrennen rausgesucht. So, jetzt erstmal aus der Garage fahren, sehr schön. Ja, sieht doch nice aus, mein Rennsemmel. Könnte natürlich noch ein bisschen feiner aussehen, aber ist dezent. Auf jeden Fall ist dezent. So. Jetzt haben wir auch, mittlerweile habe ich es auch mal gerafft bekommen, wie man was markiert. Also jedenfalls mal ein Ziel auf der Karte. Das war ja mein Mordsproblem in der letzten Folge, wenn ihr euch noch erinnern könnt, falls ihr es geschaut habt. Wir fahren jetzt einfach mal auf den Schienen, weil wir können das. Wir sind richtige Babos. So. Naja. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Vom Rennen her steht, es wäre leicht. Ja, und ich habe ja versprochen, dass ich bei Facebook hat mir jemand geschrieben gehabt, ich wäre zu lasch gewesen vom Rennen her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein Name war. Aber ich gelobe Besserung auf jeden Fall. So, machen wir. Da ist doch das Rennen. Mit R1 kann ich es doch auslösen, oder? Ja. Aber da passiert nichts. Ja. Bin ich noch nicht freigeschaltet? Das ist doch... Ja, hier, okay. Jetzt. Rase bis zur Ziellinie. Das kriege ich gerade noch so gebacken. Das dürfte doch drin sein. Mal schauen, wer so meine Gegner sind. Ah ja, okay. So. Und zack. Weiter geht's. Ja, das war schon mal super. Bei Forza würde man gleich schon mal die Rückspultaste verwenden. Das können wir halt hier nicht. Das muss ich echt mal dran gewöhnen, wenn man also Forza spielt die ganze Zeit und dann auf einmal Need for Speed. Ist das schon ein bisschen tricky. Aber naja. So. Roofless. Hier fahren. Ohne Gnade. Sind jetzt klar Stritter, ja. So, und jetzt ziehen wir vorbei. Yeah, baby. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir die Position halten können. Sieht gut aus, so viele Checkpoints gibt es nicht mehr. Da ist noch eine Kurve. Ah, jawohl, die haben wir super genommen. Also würde ich jetzt mal sagen. So, 11 von 14. Sieht gut aus, die Sonne geht auf. Ja. Nope. Das machen wir mal auf jeden Fall als Erster. Würde ich sagen. Also ich will auf jeden Fall Erster werden. Das sollte auch unser Ansporn sein. Und hier 14 von 14 Ziel. Bam! Yeah! Sehr schön. 2000 Cash auf die Bank. So. Schneller als der Schallmann, Respekt, okay. So. Level 6, sehr schön. Wenn ihr euch wundern solltet, hey, wieso hat der jetzt Level 6? Vorher hatte er ja doch nur Level 3 oder sowas. Ja, das hat einen Grund. Hey. Trickarsch. Fahrt er mir mit seinem BMW da rein. Ich habe ein bisschen mit Freunden, habe ich zuletzt ein bisschen rumgegrußt, ein paar Challenges gemacht, aber natürlich nicht, was die Story angeht. Ja, und das war eigentlich schon alles. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch hier? Auf dem Capholz. So. Das sind wir da gefahren.
Was haben wir hier? Gratisteil. Haben wir, glaube ich, gefunden gehabt, ne? Das Gratisteil. Ja. So. Was können wir dann noch machen? El Rey, sagen wir mal, trifft mit externen Winkeln und Geschwindigkeit und Punktzahlen die höchste Punktzahl. Das ist noch nicht so mein Ding, das mit dem Driften. Aber sind wir? Wir sind aber gerade. Nee. Wo könnten wir. Machen wir das hier, ja. Oder nee. Wir sind noch gerade hier. Dann können wir das hier machen. Ja. Wenn wir schon mal da sind, ne? Machen wir nicht. So. Erstmal hier ein paar Rennen fahren. Und dann wird das alles, ne? So. Und dann könnten wir noch in die Garage. Könnten wir mal gucken, was wir wieder machen können. So. Hier sind wir wieder. Und wieder das Rennen auslösen. Moment. So, wieder so. Und dann. Hä? Ja, warte mal, wir kommen von dieser Seite und dann. Das stellt sich aber auch manchmal an. So, jetzt, aber hier war's. Zack. Ausgelöst. Wieder ein Sprint, eine Turbojagd. Rase bis zur Ziellinie. That's fine by me. So. Vielleicht geht's wieder richtig weiter. Ja, unser Auto ist schon ein bisschen ramponiert vom letzten Rennen. Aber mein Gott. So. Da haben wir einmal den Larry Chan. Die Lauren, die Jill, die Irma, die hatten wir schon mal im Rennen. Die hat uns gut zugesetzt, die Irma. Mal gucken, wie es diesmal klappt. So. Ah, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, das Rennen. Boah, krass. So, aber jetzt. Ja. 23 Punkte diesmal, ist ein bisschen länger als das letzte. Und ich finde es auch ein bisschen anspruchsvoller. Ja, Entschuldigung. Die anderen sagen jetzt wieder, da dran anspruchsvoll. Hat halt ein bisschen mehr Kurven, aber mehr auch nicht. Ist ja nicht wirklich anspruchsvoll. Ja, mein Gott. So, wieder Dritter. Boah. So. Jetzt könnten wir durch die. Jawohl. Sehr schön. 16. Jawohl. Die Kurve können wir richtig schön ausnutzen. Sehr schön. So. Oh, fuck. Wo kommt denn der her? Den habe ich ja eben nicht gesehen. Krasse Scheiße. Ah. Na, schön verbremst. Eben mal. Egal. So. 20 von 23. Gut, 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 gut. Es läuft. Wow. Yeah, baby. So. So. 23, 23. Jawohl, zack, bam. Turbojagd haben wir auch jetzt gewonnen. Persönliche Bestzeit. Gut, ich bin es ja noch nicht einmal gefahren. Sehr gut. So. Alright. Puh. So. Schauen wir doch mal. Ich habe aber mal auf die Karte hier. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Oder da könnten wir gleich in die Werkstatt. Autotanz. Ja, komm. Mama. Machen wir direkt. Erstmal hier. Ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen. Drift-Content, oh Gott. Drift-Content. Sollen wir den gleich wagen? Bin nicht so der Drifter, aber komm. Wenn wir schon mal hier sind, kommen wir in die Top 2 im Contest. Okay. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha, okay. Mal schön wieder die Handbremse anziehen, gut.
Alter. Wir übertreiben es nicht gleich wieder. So. Ah, siehst du? Das ist genau das, was ich meine. So. Wir sind noch nicht so arg auf Driften ausgelegt, deswegen. Und wir haben auch noch nicht die Geschwindigkeit, die man haben sollte, vielleicht beim Driften. Aber okay. Wir müssen uns auch jetzt nicht stören, fahren schön unsere Runden. Ja, der war nix. Der war nix. So. Aber ich glaube, bisher sind wir Erster, soweit ich das hier mal richtig erkennen kann. Ja. Ja, okay. Solange wir uns da ja so gut halten und unter den Top 2 bleiben. Das ist ja in Ordnung. Ich frage mich nur, wie lange müssen wir das noch machen? Ist da irgendwie ein Limit? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jetzt läuft das ab. Ja, sehr schön. Position 1, jawohl. Ah. Sehr schön, gut. So. Und Level 7, klasse. So. Oh, und jetzt ruft die Amy an. Wow, genau so leitet man Kurven ein. So einen Können habe ich lange nicht gesehen. Weiter so, Hatschat. Okay. So. Was können wir hier noch machen? Da. Autotanz haben wir jetzt gemacht. Gibt es auch noch was Storybasiertes? Wo wir tun sollen? Ich weiß es nicht, ne? Aktive Mission, Spike-Fahrer, das Rundkursrennen mit Spike. Okay. Wo ist dieses Rundkursrennen? Ist es das hier? Anscheinend. Ja. Ja, dann fahren wir doch mal dahin. Das ist ein ganz schönes Stück entfernt. So, lang das? Nee. Ja, doch, muss. So. Okay, dann fahren wir mal dahin zum Spike. Ja, machen wir mal das Rennen noch, würde ich sagen. Und dann könnten wir mal zum Tuning fritzen. Da haben wir ja ein bisschen jetzt was an Cash verdient. Ja. Jetzt haben wir ja einfach nur mal für uns ein paar Rennen gemacht. Bisher gut abgeschlossen. Jetzt hat zweimal Erster da bei dem Sprintrennen, dann Erster da bei dem Drift-Teil-Wettbewerb. Wow. Nein, gleich mal falsch gefahren. Sehr schön. So, wieder zurück. Vielleicht können wir uns auch ein neues Auto holen. Ja, ich glaube aber noch nicht. Das wird zu verfrüht. Okay, was will die Amy? Hey, was geht? Ich starre die Wände an und höre Stimmen. Ich muss unter Menschen. Treffen wir uns. Fahren ein Rennen oder so, irgendwas. Aber komm bitte. Bis dann. Ja. Ich fahre jetzt erstmal zum Spike. So. Schon lass der wieder die Flunsch hängen. So. Okay. I'm driving in the car. Of city. In the city of sex. Driving in my car in the city of sex. So, ich fange wieder an zu singen. Naja, wenn man das so nennen kann. Fahren wir lieber hier Auto, ne? So. Boah.
Hier ist aber nichts los, ne? Hier ist absolut gerade nichts los. So. Ich glaube, wir machen übrigens gerade Geisterfahrer. Aber ist wurscht. Wow. So. Wow. Egal. So. Das ist aber schon weit entfernt noch, ne? Noch 5 Kilometer, also noch mehr als 5 Kilometer. Egal. Wir haben es gesagt, wir fahren dahin, jetzt fahren wir auch dahin. So, wir wechseln mal die Spur. So. Aber es geht ja auch relativ zügig. Unsere Rennsemmel, guck mal da, 230, 234, 236, na, das ist schon krass. Das ist schon für ein Honda Civic, ne? Ist das schon eine Hausnummer. Ich sag ja, ist meine Rennsemmel. So. Jetzt müssen wir doch. So, wie weit ist noch? Okay. Bis mehr als 2 Kilometer. Locker. Keep Gas! Come on! Ja, wieder vorbeigefahren. So. Ich hab's voll drauf, wenn man immer auf die Karte gucken muss. Ne? Ich mag's halt einfach, wenn das angezeigt wird auf der Straße selber und man muss selber nicht mehr so auf die Karten linsen. Da habe ich, das ist nicht so mein Ding. Das war auch bei GTA immer so eine Sache. Habe ich auch gern mal die Ausfahrt verpasst. Aber naja, so ist es halt. So. Jetzt sind wir ja auch gleich da bei Spike. Ja, komm. Da und dann da vorne nochmal links und dann sind wir auch schon da. So. Wieder drehen, dass wir es auslösen können. So, zack. Rundkursrennen, ja, ist okay. Wollen wir fahren. Zur Strecke gebracht, fahre das Rundkursrennen mit Spike. Okay, jo. Kumpel, machen wir. Mach dich auf eine Lektion gefasst. Ja, schauen wir mal. Oh Gott, es wird nicht besser mit unserem Honda. Aber egal. So, jetzt wollen wir mal dem Spike eine Lektion erteilen. Oh, fuck. Nein, scheiße. Oh mein Gott, fuck. Gleich mal richtig. Ah. Hoffentlich macht er ein bisschen langsam, der Spike. Oh Gott, fuck. Der ist weg. Scheiße, das haben wir dermaßen abgelost. Das war extrem scheiße. Da habe ich mich zu sehr auf die Karte konzentriert. Das heißt, auf die Karte, da habe ich einfach, das habe ich dann nicht gesehen, dass da um die Kurve gegangen ist. Scheiße. Ach, da wäre ich froh, wenn man das wieder zurücksetzen könnte, aber geht ja nicht, ne? Der ist weg. Der lacht sich jetzt ins Fäustchen. Fuck it. Dabei ist die Strecke gar nicht mal so schwer, ne? Ist einfach zu fahren und wir haben sie echt verdödelt. Da vorne ist er. Na, vielleicht. Weiß nicht, ob wir noch dran kommen. Glaube nicht. Das wird nix. Ach ja, das war gleich am Anfang so ein krasser Fehler. Beinahe schon wieder. Ja. Das hätte nicht sein müssen. So wollte ich die Folge eigentlich nicht abschließen. Ich wollte sie mit einem weiteren ersten Platz abschließen, aber
Das wird wohl nichts. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Aber ist auch nicht mehr lang zu fahren. Komm schon, gib Gas. Gib Gas. Nee. Komm, gib Gas. Haben wir ja Nitro, stimmt? Haben wir Nitro, stimmt, das haben wir ja das letzte Mal eingebaut. Und das könnte doch noch was werden. Yeah, auf den letzten paar Metern machen wir dann doch noch das Rennen. Ja! Haben wir es nicht spannend gemacht? Ich finde schon. Ja, yeah, definitely. Sauber eingefädelt, Kumpel. Jawohl. Sau gut. Yeah, baby. Das tut gut. So. Yo, Mann, Respekt für den Lauf. Okay, hab schon lange nichts mehr unternommen. Werde langsam kribbelig. Ich gehe ins Longhorn. Eine Runde Pool spielen. Komm vorbei, Mann. Peace. Ja, mal schauen. So. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mal ein bisschen rechts ran. Oh, was ist denn jetzt da los? Manu, was ist denn los? Hey, Bro, Lust auf eine Runde driften? Keine Ahnung, ob du bei den anderen bist, aber ich bin hier, wenn du mal was anderes erleben willst, hm? Hörst du? Okay, also dann, bis später. Jo, alles klar, Manu. Okay, aber bevor es jetzt wieder klingelt, das ist echt nervig mit dem Telefon, also mit dem Handy, dass es dauernd so klingelt, aber egal. Jo, eigentlich jetzt die Folge optimal gelaufen, ne? Soweit ich mich jetzt erinnern kann. Viermal Erster gemacht, ne? Gut, ne? Da kann man jetzt echt nicht mehr meckern. Roofless gefahren, absolut. Oh, was will dann die Robin wieder? Hey, lässt du mich hängen oder hat Manu dich in seinen Kofferraum gesperrt? Wie gesagt, du, ich, eine schöne kurvige Straße und viel Spaß. Komm schon, mach mit, okay? Ja, vielleicht machen wir das in der nächsten Episode. Aber die ist jetzt vorbei auf jeden Fall. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oder schreibt was in die Kommentare. Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Spike. Spike, ich sag's dir, nimm mal Abstand von dieser Magnus-Sache. Er ist eine Legende. Man schafft's nur an die Spitze, wenn man ihn ausschaltet. Ich bin da mit Travis einer Meinung. Nicht du auch noch, Robin. Ey. Bleib einfach bei deinem Plan. Das ist mein Plan. Mein neuer Plan. Und außerdem, jetzt oder nie. Hey, Manu ist drüben im Longhorn. Lasst uns hinfahren und darüber reden. Ach, vergiss es. Ich zieh das durch. Ich kann nicht, Robin. Hab noch ein Treffen. Nächstes Mal, okay? Okay. Kümmert euch um unseren Newbie. Machen wir. Bis später. So. Okay, Leute. Wir sehen uns im Longhorn. Ja. Im Longhorn. Aber erst in der nächsten Episode. Wie gesagt, wenn euch diese gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder schreibt was in die Kommentare oder macht beides. Feedback ist immer wieder geil. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch was reinschreiben. Solange ihr konstruktive Kritik habt, bin ich immer dafür offen. Okay, das war's mal wieder von Need for Speed und vom Lautschmer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.